wie ihr das seht, wird sich gleich zeigen. Und ihr seht, wir sind wohl schon kurz davor, hier ins Match zu gehen. Gerade nochmal gehört. Also hier nochmal alle Spieler mit dabei. Ich habe es eben angesprochen, zwei Wechsel hatten wir. Majisk ist für Kirby jetzt bei Astralis. Kirby hat da ja kurz den Stinkefinger gezeigt, als sein Vertrag ausgelaufen ist und ist einfach zu North gewechselt. Und auf der anderen Seite sind JCam und Nifty jetzt bei den Renegades dabei. Ja, und JCam hat sich sehr gut gefunden bei der Starladder. Hat mir gut gefallen nach seiner langen, in Anführungszeichen, Inaktivität. Aber wir sind schon mitten in der Pistol Round und es ist schon 4 gegen 3. Also perfekter Start für die Renegades auf der CT-Seite. Jetzt muss Ustilo nur noch den Kill gegen Zipex machen und er macht nicht nur den, sondern dann auch noch Device. Easy peasy, lemon squeezy, Dupree ist allein in der Smoke, hat sich da verirrt und wird aus dem Connector rausgedrängt, Bombe auch schon defused und Renegades wird auch ohne Sound die Runde gewinnen. Da hat die ESL uns lustigerweise noch die Kommentatoren gegeben und das Game nicht. Jo, genau. 1-0, es war ein B-Play von Astralis recht schnell ausgeführt. Starke Aktion von Ustilo, dass er da im Ölzug nach vorne kommt, zwei Frags machen kann. Das war dann die absolute Entscheidung dieser Runde. Sehen auch hier, machen ja jetzt alle Turnierveranstalter ein kleines neues Hut. Sieht auf den ersten Blick recht schön aus. Mal gucken, ob wir uns recht schnell dran gewöhnen werden. So, Pistol Round also durch. Und für Astralis jetzt natürlich der etwas schwierigere Start mit dem Geld Nachteil, dadurch, dass die Renegades dann natürlich die erste Runde geholt haben. Aber natürlich kann auch hier so ein Force-Buy funktionieren. Ich hoffe mal, dass wir ein paar Deagles sehen werden, eine Scout, alles Waffen, mit denen wir auf Train gut arbeiten können, wenn es in einen Force-Buy geht. Und auch ein schönes kleines Detail, im Hintergrund stehen alle Champions der IEM-Geschichte in diesem kleinen Banner über den Werbepartnern drüber. Die haben das so schnell neu gedruckt wie noch nie. Da, es war noch Maus Esports drin gestanden. Aus unerfindlichen Gründen hat sich da irgendjemand offensichtlich vertippt. Und Carmack hat das vorgestern noch getweetet, dass er das fixen lässt. Also entweder war das ein Bild, das schon vor einer Woche gemacht wurde, oder die haben da echt jemanden ganz schön eingeheizt. Und natürlich haben wir... Ihr kennt es selbst, Ausrufezeichen Delay oder wie ist der Smiley, 99 Delay oder so. Die ESL ist wieder sofort am Start und wir sind gewohnterweise wieder in einer technischen Pause. Jo, und das sah auch so aus, als wäre Device da von betroffen. Hat er mit dem Admin kurz gesprochen, sah natürlich not amused aus, wenn du schon so in der Partie drin bist, die erste Runde schon durch, dann willst du nicht direkt gestoppt werden durch so eine technische Pause. Auch JCam und Co. werden sich da natürlich nicht freuen, denn deren Momentum, das sie aus dieser Pistol Round hätten mitnehmen können, das ist natürlich auch sofort gebrochen. So, auch da wird nochmal gecheckt. Hier der neue im Bunde bei Astralis, Majisk Boy. Sagt man Majisk Boy? Ich glaube, ich habe immer nur Majisk gesagt. Mhm. Der Magician. Weißt du eigentlich, was es heißt? Ob es wirklich einfach so dänisch für Magier ist einfach? Ja. Okay. Soweit ich weiß schon. Warum nicht? Er zaubert sich auch immer wieder rote Farbe ins Gesicht. Na, wir kriegen auch langsam Sound. Okay. Ja, der war unter der Gürtellinie. Warum? Ich will, sowas macht man keine Witze. Warum? Dafür kann er ja nichts. Ja, er läuft halt rot an. Ich dachte, du meinst die Akne. Nein! Ach so! Rot anläuft in Klatsches! ich flame doch niemanden mit Akne, wer bin ich denn? Da siehst du, was ich dir zutraue. Also, Renegades kaut einfach an den Fingernägeln. Khazad, ganz geduldig. Das ist, glaube ich, die schwerste Aufgabe für ihn, gerade einfach die Füße still zu haben. Ja, gerade für ihn, er ist ja so ein Tier im Hintergrund, der immer mitgeht. Ja. Und dann bei sowas ruhig zu bleiben, wird es dem Team natürlich dann helfen, dass es so schnell wie möglich geht. Aber der Referee, die Crew gerade weg und das sieht so aus, als könnte es hier in den nächsten paar Minuten weitergehen. Wobei, da ist das Headset noch nicht auf. Die Coco Fusion 100, was ist das denn für ein Produkt? Das müsste ich auf jeden Fall sofort googeln. Und das tue ich auch, damit ihr es nicht tun müsst. Das ist bestimmt Bartöl mit Kokosnussextrakt. Fusion 100.
Es ist ein Drink. All natural Coconut Water. Wow, das ist richtig geil. Bin ein regelmäßiger Kokosnusswasser-Genießer. Auch wenn es 5 Euro kostet pro halben Liter, lohnt sich auf jeden Fall. Mega gesund, Elektrolyte ohne Ende. Also wenn ihr mal irgendwie vom Abend davor aus unerfindlichen Gründen geschlaucht seid, zieht euch einen halben Liter Kokosnusswasser rein. Das geht runter wie Butter und danach fühlt ihr euch wie neu geboren. Wer braucht Kochsalzinfusion? Wenn er Kokosnusswasser schlürfen kann. Am besten noch so schön aus der Kokosnuss. Das geht natürlich auch, ja. Mit Schirmchen. Zu der Jahreszeit eher unwahrscheinlich, dass man es findet. Es kommt drauf an, wo du bist. Ja, da hast du allerdings recht. So eine frische, da, wow. Mm. So wenn das Kokosnuss-Fruchtfleisch noch sämig ist, dass du es rauskratzen kannst, noch so mit einem Löffel. Das ist, wenn es sich mit dem Wasser noch ein bisschen vermischt, ne? Ja, genau, also, wenn es noch nicht so ganz hart ist. Wie Orangensaft mit Fruchtsaft. Ja, im Endeffekt schon. Fruchtfleisch, so. Ja. Ja, Orangensaft mit Fruchtsaft ist auch geil. Das ist Fruchtsaftkonzentrat. Orangen-Mangosaft, muss ich da sagen, ist einer meiner Faves. Die Mischung? Ja, schmeckt auch extrem geil. Hat die Frische von der Orange und die Süße und den Biss von der Mango. Also bei mir ist Malibu Maracuja. Ja, Alter. Aber da dürfen wir in eine andere Richtung. Naja, du warst mal Beamter, kann ich dir keinen Vorwurf machen. Jo, was ist das? Irgendwie sagen? Musst du das ja vergessen. Nee, es war eine schlimme Zeit. Ich wache heute noch weinend auf aus dem Schlaf. Also ich dachte, das wäre, weil du dann hier den Job genommen hast. Also, Renegades. Damit beruhige ich mich dann wieder. Ja, genau. Renegades ist dann bei uns technische Probleme auftreten. Ist immer noch am Sitzen und Warten und da ist kein Admin bei den Renegades. Also vielleicht hat da auch gerade einfach jemand... Ja, das mit den Support-Ticket-Zeiten dauert da ungefähr so lang wie bei der ESEA. Also Viertelstunde, bis jemand da ist. Ja. Und... Keiner kann mit Jörg mithalten. True. So, since JKM Edition hat JKS plus 32 in den Stats gemacht, also was die Kills angeht. Das heißt, erkennt man an solchen Statistiken eine Entlastung? Oder würdest du sagen, es ist zu sehr gegnerabhängig? Vor allem bei den Renegades schon. Ja. Also, was haben sie vorhin? Haben sie noch eingeblendet ein Spiel gegen Ghost Gaming? Ja, auch ein australisches Team. Die sind auch extrem bekannt und international renommiert für starke Leistungen. Da sind die Statistiken dann natürlich bei einem 16-3 und 16-3 auf Mirage und Inferno extrem wichtig. Ja. Und dann ist es auch schwer, plus 32. Jetzt muss ich aber lügen, ich glaube Ghost ist doch nicht australisch. Das war eine nordamerikanische Pro League, ne? Ja. Ja, ist kein australisches Team. Mit Namen wie Sepp und Stanley und Connor93, also den kennt man ja sogar. Sub Rosa kennt jeder, der hat aber irgendwie sein Abonnement bei seinem Coder verloren und hat jetzt plötzlich nur noch schlechte Stats die ganze Zeit. Weiß auch nicht, woher das kommen könnte. Also, nur Zufall. Die Renegades in der domestischen, in der amerikanischen Szene mittlerweile so ein Mittelfeldteam geworden, das immer mal wieder gut mitspielt. Kann dann auch oben mal den ein oder anderen Win klauen oder so, aber... Ja, vielleicht ist es halt wirklich mit JKM will man ein bisschen Stabilität reinbringen, weil ich auch selbst sagen muss, dass JKM in seiner vorherigen Zeit nicht unbedingt der stabilste Spieler war, aber vielleicht immer noch stabiler als all das, was die Renegades bisher hatten. Ja, Kassat sieht immer noch ein bisschen... Neff war jetzt nicht der instabilste und den haben sie ja gehen lassen. Da ist die große Frage eben, warum im... Sei mir die Frage, lässt du ihn gehen oder kannst du ihn einfach nicht mehr halten? Weißt du? Ja, also, um meinen Satz von gerade eben zu beenden, ich denke, da sind eben komplett verschiedene Philosophien aufeinander getroffen und deswegen hat man ihn gehen lassen, weil man schon wusste, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Okay. Und dann bringt es auch nichts, so einen Star noch zu halten oder sowas. Ähnlich wie bei Simple und Liquid, der kann sie eben mal carryen, aber auf lange Frist ist das eben keine zukunftsträchtige Partnerschaft. So sieht's dann wohl aus. Hier. Ist ja ähnlich wie bei Gerbi. Das könnte tatsächlich weitergehen.
Ähnlich wie bei Kirby, ja, Tatsache. Der hat ja auch dann die Reißleine gezogen, weil er gemerkt hat, bei Astralis entwickelt er sich einfach nicht mehr weiter. Und bei North kriegt er eben wieder den Platz, vor allem jetzt, wo Config weg ist, ist Kirby der stärkste Spieler von North. Und ich würde mal behaupten, dass er sich jetzt eben in die Richtung entwickeln kann, in die er sich ursprünglich auch hätte entwickeln sollen, nämlich ein absoluter Carry- und Starspieler zu sein, der bei Astralis nicht mehr sein konnte. Weiter geht's hier und wir schauen mal, was Astralis sich da gegönnt hat. Sie machen eine Eco. Also sie hatten zwar den Bombenplant, sie haben den Bombenplant, deswegen spielen sie jetzt eine Eco, um in den nächsten direkt kaufen zu können. Auch sehr diszipliniert, kaum P250s dabei, nur bei Dupree. Das heißt, sie werden auch nächste Runde schon gut Granaten haben. Oder im Verhältnis gut Granaten haben. Auf der anderen Seite eine SMG, zwei SMGs, die UMPs mit dabei, kein Diffuse-Kit, doch bei JKS, ich muss mich noch ein bisschen an das neue HUD gewöhnen, also ein Diffuse-Kit dabei, zwei SMGs und ansonsten zwei Farmers und ein M4. Ustilo spielt die Checker-Posi, gesehen, dass da was kommt, sofort der Molotov, um den direkten Go zu blocken, da gab es so ein bisschen Damage hinterher, Dupree und Zipex Low HP und Astralis, die erstmal Richtung B aufgebaut hatten, nehmen das Tempo nochmal raus, stellen sich jetzt vor der kleinen Rampe auf, haben immer noch Device abgestellt gehabt, ob da jemand Popdog hochkommt, aber ich denke, da wird es jetzt sofort auf den B-Spot gehen. Ja, Glaive als kleiner Joker von der großen Rampe, um vielleicht aus einer Ablenkung den Kill zu machen. Das gelingt Magis schon vor ihm, also gar kein Problem. Ustilo mit der Farmers am Leben geblieben, das war ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt können sie den Retake ganz easy runterspielen, verlieren zwar noch JKS, aber Magis hat nur noch 4 HP und JKM killt ihn da ganz schnell, also Renegades mit zwei Verlusten. Das waren aber eben zwei SMGs dabei, also den Schaden in Grenzen gehalten. Wer den Diffuse-Balken vermisst, der schaut am besten nach oben. Da läuft er durch. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Und die Renegades dann im 2:0, aber Astralis bekommt den zweiten Bombenplan und jetzt natürlich so oder so genug Geld für alles da, nur wollen sie keine AWP spielen. Ist jetzt auch noch nicht zu erwarten, dass eine AWP auf Seiten der Renegades da ist. Die haben auch sehr viele Granaten dabei. Sehr schöne erste Waffen gegen Waffenrunde zwischen diesen beiden Teams, das Ganze auch sehr früh. Sowas lässt mein Counter-Strike-Herz immer höher schlagen. Und ich bin gespannt, ob Astralis jetzt das Tempo anzieht, ob sie den Spot wechseln. Da sehen wir direkt die Smokes geworfen. Zwei Leute, die oben durchlaufen. Da wird aber erstmal kleine Rampe angespielt. Da steht Ustilo wieder alleine und sie spielen Doppel-Pop-Dog bei den Renegades, während JKM alleine den Seitengang hält. Ich denke, ein Setup, das okay ist. Jetzt rotiert aber Nifty schon rüber durch den Druck, den Astralis Richtung B gemacht hat. Und damit ist die Deckung der Renegades Richtung Mitte ziemlich offen. Das ist eine gute Gelegenheit für Astralis, um sie hier zu holen. Da droppen sie nach unten. Ey, sie hat gut aufgepasst. Das war die Bombe, die als erstes runtergeht. Da fällt auch noch Dupree. Beide Spieler im Popdog jetzt bekannt. Da müsste man eine Nate reinfliegen. Da wäre es zumindest schon mal ein Frag gegen JKS. JKM geht jetzt down. ACA nach vorne. Da wird Zipex noch geholt. Ich weiß nicht genau, wie Astralis sich das da gedacht hat. Vor allem Zipex in der Situation. Aber dieses 2-on-4 wird richtig knackig, vor allem wenn Nifty da durch die Smoke noch den Frag gegen Device bekommt. Mit Jisk im 1 gegen 4, den ersten schon geholt, aber nur noch 56 HP. Der müsste hier acen, um die Runde noch zu gewinnen. Er macht den dritten, dreht sich sofort um. Die Nate nur ein bisschen Damage hinterher. Aber jetzt wird es natürlich schwer. Er muss in diesen engen Raum, wo zwei Leute auf ihn warten. Ja, wenn die jetzt sich nicht die Hände verbinden und die Augen gleichzeitig, dann verliert Magisk hier vielleicht mit maximal noch einem weiteren Kill, aber jetzt stehen sie hintereinander. Ist natürlich schön für Magisk, da kann er gleich mit der AK beide umschießen. Da kommt die Flash, aber ACA rettet das Leben von JKS. Das war doch nochmal knapper, als es eigentlich hätte sein müssen. Da. Ja, hätte vielleicht auch noch ein bisschen baiten können, also Flash werfen, kurzen Sidestep rein, wieder raus, ein bisschen schießen lassen und dann einfach, während sie sprayen, versuchen nochmal reinzugehen, die Situation ein bisschen chaotischer gestalten. An sich, schöner Versuch. Astralis hat eigentlich alles richtig gemacht, dass sie im Moment, in dem sie merken, dass zwei Spieler im Popdog stehen oder Popdog aggressiv gedeckt wird, dass sie versuchen, Mitte rauszugehen, um den Frag zu machen. Aber da war JKS einfach zu stark. Und gerade die Popdog-Position in der letzten Runde der ausschlaggebende Faktor gewesen, dass die Runde an die Renegades geht. Und so muss Astralis auch wieder in die Eco. Ja, das ist jetzt eben auf der T-Seite diese Dynamik. Wenn die CTs einmal ins Spiel kommen, dann gibst du dich nichts zu holen. AWP bei Nifty, Full Equip, sie haben drei AKs mitgenommen von der vorigen Runde. Also Renegades kann sich entspannen und Astralis muss sich überlegen, wie sie in der nächsten Waffenrunde die Australier aus der Balance bringen. Der
PopDogGo mit Main ist eigentlich keine schlechte Idee am Anfang. Kannst du schon mal auschecken, wie die so am A-Spot stehen. Vielleicht schauen sie gerade mal dumm aus. Vor allem hat Astralis ja vorher noch auf B was gemacht. Also finde ich strategisch gar nicht so schlecht von Astralis. Oh, Glück gehabt, dass die Bombe da nicht runtergefallen ist. Dann wäre die Runde eigentlich schon vorbei gewesen. Gut reagiert von ACA, schnappt sich noch Dupree. Zwei Easy Picks. Am Ende snifft die noch mit einem schönen Headshot da. Die Flash, die kommt zwar gut, aber nur ein Spieler blind, JKS. Der eben nicht und der mit dem Frag gegen Zipex. 4-0, ein solider Start von den Renegades und ich wollte es gerade noch ansprechen, ich will jetzt eine AWP auf Seiten von Astralis sehen und Device hat sie auch direkt im Gepäck. Und das heißt, sie wissen, dass Nifty eben mit der am Seitengang war. Eventuell sehen wir da jetzt direkt das erste Duell, vielleicht aber Nifty diesmal mit einer anderen Position. Kann mal schauen, wo er hinläuft. Das sieht mal nicht zu früh nach Mitte-Peak aus. Device war ist eher so eine teure Decoy mit der Awe auf der Starladder. Also, da hat Dupree teilweise besser getroffen. Bin ich mal gespannt, wie er jetzt so reinfindet. Also, der erste Kill ist schon mal da. Kein Stress gegen Ustilo. Und das ist wichtig für Devices Nerven, das kennen wir alle. Ja, man weiß, wie gut er damit sein kann. Und ich denke, dass man ihm auch häufig den Druck einfach anmerkt, dass er performen muss. Hier nochmal ein kleiner Bank-Versuch. Nifty kümmert sich weiter um die Mitte. Diesmal niemand am Pop-Dog. Der eine Frag gegen B hat dazu geführt, dass JKS rotiert ist. Und zwar Richtung B. Eine 2-2-Deckung sieht man recht selten. Und da ist recht wenig Druck Richtung B. Ich frage mich, warum die Renegades das jetzt immer noch mit zwei Leuten aufrechterhalten. Eigentlich könnte sich ACA da ein Stück zurückziehen, damit er schneller Richtung A rotieren kann. Und sie entscheiden sich dann sogar für eine offensive Mitte-Deckung. Nifty zielt weiter rein, er kann natürlich sofort sagen, wenn da jemand durchhüpft, dann ist er allerdings unter Druck und jetzt verzögern sie nochmal. 45 Sekunden, irgendwann muss der Go kommen. Wieder der Frag für die Renegades im Pop-Dog. Nifty zieht sich zurück, Drakem hält die Position, er muss da zumindest mit Granaten supported werden, aber Astralis rotiert nochmal relativ spät Richtung B. Ja, und da stehen eben, wie du vorhin schon gesagt hast, eben immer noch zwei Spieler. JKS kriegt aber sofort ins Gesicht, ACA fällt auch. Und damit ist die Runde Geschichte für Renegades. Die beiden A-Spieler können nochmal versuchen, Exit-Frags zu ziehen. Aber Astralis wird wahrscheinlich ihre erste Runde holen. Beim 2 gegen 4 muss Renegades ihr Equipment nicht mit Gewalt wegschmeißen. Sie können da schon mal reinschauen oder so. Aber die Gefahr, dass du eben die Kontrolle über das gesamte Match verlierst, weil du einen so einen Retake nur versuchst, ist auf Train eben ziemlich groß. Ja, Retakes... Man muss aber dazu sagen, dass... Train eine der Maps ist, wo die Retakes am leichtesten sind, zumindest was beide Spots angeht. Auf allen anderen Maps kann man sagen, zum Beispiel auf Inferno ist ein Retake auf beiden Spots immer sehr schwer, auf Mirage ist der A-Spot einfach zu retaken, der B-Spot dafür umso schwerer. Alles so, so Sachen. In einem 4 gegen 2 ist alles. In einem 4 gegen 2 natürlich, ja. Ja, nicht unmöglich. Ich finde gerade bei Train durch die langen Gänge, die du immer hast, hast du auch häufig die Möglichkeiten, schnell zu picken, ohne getradet zu werden. Weil du viele Setups einfach aufbauen musst und die eben auch zerschossen werden können. Aber im Grundsatz ist es natürlich richtig, 2 gegen 4 ist immer sehr, sehr schwer. So, erste Runde für Astralis. Und das Ganze hat sich im Endeffekt durch den First Pick an B ergeben, der dieses 2-2-Setup gebracht hat, aber sie haben wieder gemerkt, sie kommen nicht in den Pop-Dog rein. Astralis hat aber auch noch nicht den Turm-Drop versucht am Pop-Dog. Der könnte funktionieren. Oder Doppel-Molotov haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, bei dem Setup von Renegades würde der Turm eher in einen Double-Kill resultieren, auf der einen oder anderen Seite und damit schon die Vorentscheidung über die Runde bringen. Also, ich finde es interessant, dass Renegades dieses Setup so oft spielt, wie sie es gerade tun. Es ist ein sehr gutes Setup, aber ja, da wird Astralis irgendwann auch mal was tun. Ja, Glaive hat offensichtlich nicht gedacht, dass sie es nochmal so spielen. Dupree killt Ustilo am B-Spot, damit ist der Plan trotzdem drin. Jakim geht alleine vor. Das könnte jetzt der Joker sein, aber auch der Downfall. Er kriegt 2 Kills, 3 Kills. Was für eine Transition gegen Dupree. Hat auch ein bisschen Glück, dass Dupree schon angeschossen war, aber das war phänomenal von Jakim gespielt. Und da hat kein einziger Spieler von Astralis rechts vom Spot gedeckt. Und das ist wirklich ein Fehler, weil selbst derjenige, der die Bombe gelegt hat, wirft keinen Blick in diese Richtung. Da kann Magisk natürlich nichts machen. Bombe wird direkt defused in so einer Situation.
Kannst du runtergehen, versuchen noch einen Defuse zu verhindern, aber dafür tickt die Bombe einfach noch nicht lang genug und aus so einer Situation kommst du auch nicht mehr raus. 5-1, Astralis also nicht mit einer Folgerunde. Wir haben jetzt hier aber nochmal Geld, um nachzukaufen. Mal gucken, ob dafür alle gelegt werden konnte. Jawohl, Granaten auch okay. Dupree zwar ohne Nades, aber der Rest hat zumindest eine Granate immer dabei. In dem Fall mit Jisk mit der Nade und 3 Smokes reichen auch für einen normalen Execute auf B locker aus. Das heißt, da kann man was machen. Und wieder die offensive Pop-Doc-Deckung. Astralis, also es ist an sich ein kleiner Raum, aber er ist sehr wichtig für die T-Seite, um den A-Spot gut anzugreifen. Wenn Renegades das so lange spielt, bis es nicht mehr funktioniert, verlieren sie früher oder später genau deswegen eine Runde. Da müssen sie extrem vorsichtig sein. Es ist halt dann schnell mal ein 5 gegen 3 oder 4 gegen 3 und auf Train ist im 4 gegen 3 nicht unbedingt stehen. Na, Astralis kann jetzt auch einfach nicht mehr auf Reed da runtergehen und hoffen, dass da niemand mehr drin steht. Natürlich müssen die Renegades auch schauen, dass sie jetzt mit anderen Ansätzen rechnen. Wir haben sehr wenig am Seitengang bisher gesehen. Nifty wird in der Mitte ein bisschen, ja, eine kleine Beschäftigungstherapie bekommt er da an der Stelle, aber mehr auch nicht. Wirklich Druck kann man das nicht nennen. Er muss ein paar Granaten durch diesen kleinen Sprung da rauswerfen. Ist auch ein kleiner Vorteil für Astralis, aber nur noch 45 Sekunden und bisher noch kein einziger Kill in dieser Runde gefallen. Immer noch 2 Spieler am Seitengang. Das riecht ein bisschen nach B-Split. Das kommt drauf an, ob Majisk und Glaive das da wirklich durchkommen. Aber so wie die Deckung der Renegades gerade ist, sehe ich da sehr viel Potenzial. Jacob hat sich aber super positioniert, wenn sie rauslaufen. Aber er ist unten. Vielleicht, ja. Wird gesehen, trotzdem sofort der Headshot gegen Majisk. Der also down. Glaive versucht jetzt durchzukommen. Es ist der B-Split, aber nur mit einem Spieler über die Grundlinie. Nifty holt da sogar noch 2 Leute an der kleinen Rampe weg. Guter Schuss von Device, aber da steht immer noch Hostilo. Und da geht die Bombe down. 13 Sekunden, da kommt Glaive niemals rechtzeitig hin. Vor allem, weil er noch den Frag hier gegen Hostilo machen muss. 8 Sekunden, hier ist kein Plant mehr möglich. Und jetzt würde ich auch versuchen, ihn nach der Zeit zu holen. Aber das ist Azea egal. Er macht den Frag noch vorher. 6. Runde für die Renegades. Und bei Astralis laufen die Fäden einfach noch nicht zusammen. Ja, sie haben noch nicht erkannt, dass Pop-Doc der Schlüssel zur ganzen Halbzeit sein wird. Im Moment ignorieren sie ihn. Sie gehen ihn nicht gegen diese beiden Spieler dort an. Und damit geben sie Renegades nicht nur die Möglichkeit, schnell zu backstabben, falls es auf B geht, sondern eben auch den A-Spot perfekt zu halten. Wie sexy ist das denn bitte? Die Timeout-Zeit läuft als Balken runter und du hast direkt die Anzeige, wie viele Timeouts noch übrig sind. I like. Ja, krass. Also es ist nicht viel, aber ich finde es sehr schön dargestellt. Ja, aber ich finde auch die richtige Entscheidung von Astralis hier, die taktische Pause zu ziehen. Ich sehe da auch noch niemanden, der irgendwie die Nerven verliert. Über die Runde können wir nochmal kurz reden. Ja. Weil du ja auch gesagt hast, dass keiner nach rechts schaut. Das war von Jakim extrem risky gespielt, der ist der einzige B-Spieler. Mhm. Astralis konzentriert sich erstmal auf den Connector, um die Rotation aufzuhalten und kümmert sich dann um den Spieler im Spot später. Weil sie davon ausgehen, der Spieler im Spot will erstmal nur im Leben bleiben, um so auf seine Kumpels zu warten. Und genau das tut Jakim nicht und das hat ihm eben die Runde beschert. So, die Eco hier von Astralis, da wird von den Renegades ganz anders gespielt. Auf einmal ist der Pop-Doc offen, aber sie spielen die kleine Rampe aggressiv, erzwingen da einen Kill gegen Zipex. Jacob macht einen super Job bisher, egal wo er steht. Hier noch der zweite gegen Device und da geht auch mit Jisk down. 7-1. Die Renegades hier auf dem Vormarsch. Und jetzt werden wir natürlich sehen, was kommt dabei raus aus diesem taktischen Timeout, das Astralis eben eingelegt hat. Brasil. Und eine MP9 bei Asia. Ob sie die noch wechseln oder nicht, das wäre schon ein krasser Misread. Bei dem Score kannst du schon ziemlich gut predikten, was die T's haben werden. Also wohl von Asia gewollt, die MP9 zu spielen gegen den Byround. Nicht ohne Risiko, keine Frage. Ich denke, mit einer SMGs kann man es machen. Wenn sie jetzt hier noch 3 hätten, hätte ich gesagt, wirklich ein Fehler. Wo spielt er sie denn? Er spielt halt im Pop-Doc. Und da ist die schnelle Feuerrate natürlich auch ein Vorteil. Ja, gegen Helme ist die MP9 aber ein großer Nachteil. Ja, so schnell wie sie schießen kann. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Vor allem, weil Astralis gerade rumtanzt um den Pop-Doc, sich aber nicht wirklich drauf konzentriert. Also nicht mit mehreren Spielern, da kommt Zipix jetzt dazu.
Auf Magic Team von Nifty. An Ivy gefallen. Nifty riskiert da sein Leben, aber bei der Führung von Renegades kann man eben so ein Spirenzchen mal machen. Das gibt eben auch noch mehr Sicherheit für Renegades und Astralis denkt sich nächste Runde sicher. Gut, wir haben Popdog ein Problem, Ivy wird rausgepusht, Main kommt man nicht durch, B funktioniert nicht. Geiles Match bisher. Ja, es läuft halt gar nichts. AZR geht down, JKS aber noch mit einem zweiten. Da war AZR einfach nur eine lebende Decoy. Aber völlig egal. Device auch nochmal kurz daneben gezielt und JKS ist aber auch gerade on point. Also er macht jedes Mal seine Frags im Popdog. Es geht ruckzuck, kaum Zeit zum Reagieren für die Astralis-Spieler. Und auch hier haben wir wieder gesehen, einzelne Drops in den Popdog rein. Was ist das? Was soll das sein? Warum nicht den Tower mal machen und schnell zwei Kills bekommen? Und sie haben auch noch nicht den Doppel-Molotov gespielt. Ich verstehe es einfach nicht. Steht ja auch zu zweit mit einem Close und einem hinten. Der erste T springt rein, wird gekillt. Der zweite T will nach, sieht den einen Close, muss den erstmal killen, geht dann runter und wird vom zweiten getradet. Das ist halt die Verkettung im Popdog gerade, die Renegades perfekt ausnutzt. Ja, aber das kannst du eigentlich super traden als T, wenn der Mittelspieler im richtigen Moment reagiert. Aber da steht auch immer jemand anders von den Renegades und spielt es auch immer anders. Und Mitte wird immer reingeschaut. Außerdem stehen die CTs im Popdog so, dass sie aus der Mitte nicht gepiekt werden können. Du musst ja auch als CT dich präsentieren. Deswegen muss Astralis ja den Fokus vom Popdog weglenken. Entweder viel heftiger B anspielen, viel mehr Stress an B machen oder mal wirklich den Seitengang anspielen, damit der Mittelspieler den Seitengangspieler supporten muss. Dann entstehen ja die Räume, die sie ausnutzen können. Seitengang wurden sie bisher halt immer super aufgehalten. Einmal bei ihrem B-Split versucht, Jaken den Kill gemacht, gegen den der abgebogen ist. Nifty hat gerade Ivy rausgepusht. Also ja, da kannst du auch fragen, warum biegt Majisk überhaupt ab? Warum heben sie da nicht nur Smoke auf und werfen die Delayed, dass Jaken das Brain? Damit Renegades nicht sofort weiß, dass es der B-Split ist. Das kriegst du aber so oder so mit als CT. Wenn die Smoke geworfen wird, musst du ja mit der Grundlinie reagieren. Ist wieder so ein Ding, wo dann der Popdog eine Möglichkeit wäre, um sowas auch anzufaken. Also es ist nicht so, dass Astralis... gerade eine super CT-Seite. Ich sag nicht, dass sie schlecht ist, aber ich finde, das, was Astralis macht, ist unkreativ ohne Ende. Weil wir immer das Gleiche sehen. Sie gehen einfach nur am Popdog sterben, versuchen an der Mitte ihre Picks zu setzen und wenn mal zumindest ein Bombenplant rauskommen soll, dann ist es an B. Die haben noch kein einziges Mal an A die Bombe gelegt bekommen, weil sie immer wieder am Popdog und an der Mitte früh aufgehalten werden. Und da muss eigentlich jemand wie Glaive erkennen, dass man eben an anderer Stelle gerade besser gebraucht wird, weil man eben dann sozusagen das Spiel in eine andere Richtung lenken kann. Das ist immer ein einzelner Molotov. Jetzt ist mal Dupree in der Mitte rausgekommen. Hat er zumindest einen Frag setzen können. Und das wird jetzt auch für AZR wahrscheinlich heiß. Der geht aus dem Popdog raus. Zack, da ist ein Raum entstanden. Und diesmal sogar ohne, dass sie den Seitengang anspielen mussten. Und guck mal, was AZR macht. Der geht einfach weiter vor. Kann ansagen, Leute, die sind aus der Mitte raus. Es könnte B werden, aber jetzt gehen sie am Seitengang auch noch nach vorne. Da wartet JCam wieder am MTW. Die Smoke liegt Richtung Seitengang, also Richtung Grundlinie, also können sie zum Spot laufen. Da geht AZR down. Das ist für JCam ein Riesenproblem. Dadurch muss er in der Ecke stehen bleiben, sonst wird er von den Spielern von der Mitte gesehen. Er versucht, den Winkel nochmal ein bisschen spitzer zu machen, bekommt gleich das Backup von Ustillo über die Grundlinie. Und... Ah, der ist nicht rechtzeitig da. JCam geht vorher down und es ist nur noch Nifty. Astralis hat sich hier gerade Runde Nummer 2 erkämpft, denn ich glaube kaum, dass Nifty hier ein 1 gegen 4 gewinnen kann. Die Bombe jetzt gelegt. Er ist auch schon wieder gespottet. Oh, der hat richtig Bock. Der tanzt da richtig rein. Kriegt er noch den Frag gegen Device? Will er das wirklich angehen? Er also versucht jetzt hier Geld. Zumindest noch Schaden zu machen. Das stimmt. 13.000. Aber auf der CT-Seite musst du eigentlich nichts wegwerfen. Vorhin hast du noch gesagt, 4 gegen 2 Retake kannst du schon machen. Jetzt nicht die alleine. Also umzingelt. Dann geht das halt mal an. Bei 13.000 ist es auch nicht schlimm. Ja, die Frage, ob ich ein Retake spiele oder nicht, definiert sich ja auch darüber, was ist auf dem A-Spot tatsächlich passiert. Die Frags gegen JCam und Ustillo sind so schnell hintereinander gefallen, zusätzlich zu der Smoke gegen Ustillo, dass keine Gelegenheit für ihn war, nach den 2 Frags gegen seine Teammates sofort ein oder vielleicht sogar ganz schnell 2 im Return zu setzen, dass er zumindest noch ein 1-on-2, 1-on-3 hat. Also... Wir gucken aufs Geld, die haben echt alle genug. Ustillo jetzt ein bisschen wenig, aber es ist ja schon gekauft worden. Kein Problem. Und das ist von Astralis das zweite taktische Timeout, das hier gezogen wird. Ist das jetzt vielleicht der Punkt, wo sie
den Schlüssel gefunden haben, um gegen das Pop-Dog-Spiel anzukommen. Ja, der eine Molly von Glaive rein, Dupree aus der Mitte raus und dann in den Pop-Dog eben reinschauen, weil der Molotow eben die CTs dazu zwingt, entweder nach hinten zu rutschen, sodass sie einmal kurz durch die Tür müssen oder eben komplett aus dem Pop-Dog raus zu müssen. Eine andere Alternative, vielleicht den Pop-Dog abzusmoken und einfach in den A-Spot reinzurennen, dann hast du halt jemanden hinter dir, ist also nicht so geil. Ich denke, für Astralis sollte weiterhin das Ziel auch sein, den Pop-Dog zu contesten und Renegades da früher oder später rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber Renegade steht zumindest jetzt gerade nicht im Pop-Dog. Sie haben also gelernt und der Molotow war auch schon wieder da von Astralis. Na, die tanzen da auch oben ziemlich wild rum, während wir auch sehen, dass sie ja anfangs zu zweit den Seitengang gedeckt haben. Da hat Nifty einen schönen Off-Angle. Also zielt ein bisschen tiefer rein und das könnte Majisk das Leben kosten. Aber die Flash kommt! Er macht den Frag. Durch das Ding kann er nicht gebankt werden, deswegen hier Smoke und Flash. Er müsste jetzt hier auf den Spray warten, genau. Und dann wird Nifty eben gleich rausgehen. Oh, er versucht es nochmal mit dem Schuss. Ah, riskant. Aber er kommt mit 100 HP raus und somit hat diese kleine Aktion vorne am Seitengang perfekt funktioniert. Ihr habt ja auch direkt gesehen, Nifty wusste, ich mache einen Kill und danach werfe ich meine Granaten und versuche noch rauszukommen. Also perfekt geplant von ihm und auch perfekt ausgeführt. Ja, mich hat auf Twitter letztens jemand gefragt, was ich von Nifty halte und das habe ich auch bei der Starladder gesagt. Wenn er gut spielt, gewinnt Renegades. Wenn er schlecht spielt, verlieren sie. Das ist in den Stats auch direkt abzulesen. Es hat mich praktisch erschlagen, als ich mir das kurz angeschaut habe. Und er spielt gerade ziemlich gut als AWP und Device kommt da gar nicht rein. Nach dem einen Kill gegen Ustilo habe ich nicht mehr viel Nennenswertes von Device gesehen. So, jetzt stehen sie beide Richtung große Rampe. Natürlich der Off-Angle hier von Ustilo, aber der kann dann Zipex holen. Einzeln geht dann auch noch Glaive hinterher. Das war der Versuch eines Refrags von Dupree hier. Schön aufgepasst. Und Device hat noch JKS bekommen. Jetzt das 1-on-1 ACR gegen Device. Und Device hat nur noch 40 HP. Muss die Bombe noch legen. Und das ging in letzter Sekunde durch. Die Bombe tickt also runter. Und Device mit den Low AP hat ihn gerade gesehen und schießt vorbei. Schießt in den Zug. Und ACR mit dem Headshot kann die AWP noch mitnehmen. Wieder keine Folgerunde für Astralis, sondern Runde Nummer 10 für die Renegades. Ja, und jetzt muss man richtig aufpassen bei Astralis, dass man diese Partie nicht schon in der ersten Halbzeit verliert. Ja, es ist eine CT-lastige Map. Das ist trotzdem schon eine ziemlich schlechte Halbzeit von Astralis. 10-2. Das Maximum, das sie jetzt rausholen, ist ihre Lebenslinie. Das 10-5 wäre so das, ja, das Minimum, was sie bräuchten. Ja, jetzt haben sie Dupree nur an der CZ, Glaive auch nur an der CZ, also ein Force-Buy von Astralis. Schaut gerade alles andere als prickelnd aus für sie. Und bei Renegades gibt es keine Schwachstelle. Aber wieder ein früher First Frag gegen Ustilo. Und eine Runde von Astralis ging schon auf ihr Konto, als sie so einen frühen First Frag gegen ihn hatten an B. Denn das bedeutet eigentlich, dass ein zweiter Spieler der Renegades Richtung B rotiert. Machen sie in dem Fall aber nicht. Diesmal stehen sie im 3-1 Setup. Kennen an sich die Situation also. Vermuten nur, dass Astralis jetzt was anderes machen wird als davor. Nämlich nicht B anspielen, sondern eben den A-Spot. Ja, B kannst du eher alleine ganz gut halten. Also der Fokus von Renegades korrekterweise verschoben. Pop-Dog wird aber gar nicht erst angegangen von Astralis. Jetzt wird die Gelegenheit, den Pop-Dog nochmal als Statement einzunehmen, weil sie wissen, da kann im Endeffekt nur ein Spieler drin sein, außer Renegades hat richtig Mut zur Lücke. Da müssten sie aber schon lange studiert haben, dass das durchgeht. Und jetzt zwei Spieler gegen Jacob. Schönes Pre-Fire gegen Magisk auch und der da gleichzeitig Nifty noch mit dem Kill gegen Dupree. Also so schnell dreht sich das 4 gegen 5 in ein 4 gegen 2. Die weißen Zippix. Oh, schöner Shot von Device, da ist er wieder zur Stelle. Zipex mit dem Drop, killt es, ja, gleich durch die Smoke. 2 gegen 2, der HP-Vorteil bei Astralis, 24 Sekunden noch auf der Uhr. Die Hoffnung von Renegades ist, dass Jakim hinterm Spot den Plan aufhalten kann. Und das tut er auch, er wird zwar getradet, aber jetzt ist nur noch ganz wenig Zeit für Zipex da. Er kann das 1-on-1 nochmal mit 10 Sekunden ausspielen, aber JKS hat sich göttlich positioniert. Richtig nice gemacht, jetzt kommt er von rechts, Zipex erwartet das sogar noch, der Klatschgott. Fällt aber dann gegen JKS und Renegades gewinnt nochmal eine Runde 11-2.
Ja, das war ein Force-Buy. Wir haben noch einen Bombenplant dazu. Natürlich in einer sehr ungünstigen Position auch dieser Money-Reset für Astralis gekommen. Ich weiß nicht, du hast es vorher, glaube ich, nicht angesprochen, ne? Mit dem Reset. So. Und jetzt haben sie halt einen Force-Buy gespielt und jetzt muss eigentlich nochmal eine Eco her, aber es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Was macht man da? Magisk kauft da schon runter, die forcen nochmal rein. Astralis hier, wirklich, das ist ein absolutes Zeichen der Verzweiflung, dass hier nochmal geforced wird. Sie versuchen jetzt einfach noch so viele Runden wie möglich aufs Konto zu bekommen. Ich muss mich korrigieren, natürlich noch 2 Runden zu spielen, nicht 3. Da bleibt dir aber auch kaum was anderes übrig. So, stehen da an B jetzt gleich zu viert. Auch diesmal niemand der Renegades im Pop-Dock drin. Außer jemand Astralis jetzt Reset potenziell gegen Renegades. So, der Force-Buy von Renegades wäre nicht der allerstärkste. Und das will Astralis ausnutzen. Das 1-on-1 hat ihnen gereicht. Sie wissen dann natürlich, müssen 4 CTs nachkaufen. Das Geldpolster ist dann natürlich schon ein bisschen geschrumpft für Renegades. So, Asia. Nachgesmoked, Nifty hat Magisk bekommen. Das war ein Kill in der Mitte. Sie gehen jetzt die kleine Rampe raus. Ein Spieler haben sie noch vorm Z abgestellt. Der versucht da gerade reinzukommen. Glaive hat da den Frag gemacht gegen Nifty. Ustilo geht noch down. Auch Asia fällt um, nachdem er Dupree geholt hat. Der Frag von Dupree kam postmortem. Es ist ein 2 gegen 3 im Vorteil für Astralis, die auch einen Spieler oben an dem Brownholz haben, der direkt nach hinten abzielen kann. JCam lässt sich da nicht viel Zeit. Beide Spieler der Renegades haben ein Kit. Und das war ein schöner Move von Glaive, ist da hochgesprungen und damit wird JCam niemals rechnen. Es kann sein, dass er gerade gesehen hat. Ich glaube schon. Dieses Duell kostet aber Zeit und das Duell gewinnt dann auch Glaive. JKS ist auf dem Weg zum Saven, bringt die AWP für die letzte Runde dieser ersten Halbzeit hier bei den Intel Extreme Masters Katowice 2018 durch. Währenddessen spielt SK gegen Avangar. Die sind gerade 10 zu 5 vorne gegen die Kasachen. Interessanterweise, also jetzt steht es mittlerweile 13-6. Interessanterweise hat Avangar das IEM PUBG-Turnier gewonnen. Und da war auch ein CSGO-Spieler dabei, nämlich der liebe Keen. Richtig lustig. Und Avangar ist eine absolute Macht. Sie spielen PUBG anders als alle anderen Teams. Das ist sehr interessant. Also schaut euch das ruhig auch nochmal an. Das letzte Spiel war ziemlich geil. Das aber von Optik sehr geil gespielt. So, letzte Runde dieser Halbzeit also und Astralis mit dem Geldvorteil tatsächlich nochmal zum Ende dieser Halbzeit hin und ja, Renegades kann froh sein, dass sie die Aave gesaved haben, sonst hätten sie einen mit irgendeiner Pisswaffe hier. So. Ah, da ist die Smoke dann noch leicht verworfen, Dupree nutzt das aber diesmal früher aus, da kann man Nifty auch keinen Vorwurf machen, das war jetzt einfach besser gespielt von Astralis. Asia ist blind, lebt aber noch, da ist keiner runtergedroppt, so wie es aussieht. Ustilo pusht an B durch, da passt Zipex aber auf. Ja, da war sehr viel Druck Richtung A, deswegen dachte Ustilo, er kann sehr früh durchpushen. Asia geht noch down, war anscheinend bekannt für Astralis, dass er in der Position steht. Vielleicht einfach mal in die Smoke geprefired und sich deswegen verraten. Und da ist es nur noch JCam. 1 gegen 4, das ist ein sehr spätes Erwachen von Astralis. Und wenn sie hier noch ein Wörtchen mitreden wollen, dann muss in der zweiten Halbzeit die Piste Round herhalten. Ja, F4 ist so unter der Minimumgrenze, die ich erwähnt habe, aber für Astralis Verhältnisse immer noch das Maximum, was sie rausholen konnten. Da sehen wir nochmal den Triple Kill von JCam. Den kann jetzt jeder schon auswendig. Und Device hat sich nochmal da rappelt. Er hatte nicht ganz so viel Impact, wie er selbst gerne hätte. Aber seine Kills haben am Ende dazu geführt, dass Astralis nochmal zurückgekommen ist. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich zur Halbzeit Nummer 2 wieder.
Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit zwischen Astralis und den Renegades hier bei der IM Katowice 2018. Und mit Astralis haben wir tatsächlich den Titelverteidiger, der hier direkt zum Auftakt hoch zurückliegt. Oh ja, das ist eine nicht unbedingt große Überraschung, aber dass Renegades 11-4 vorne ist, ist unerwartet hoch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die hauptsächlich oder immer noch hauptsächlich Australien präsentieren sich von ihrer Zuckerseite. Ja. Da sieht Astralis vielleicht aus wie ein Roadkill. ACA, erstmal in den Dropper rein. Sehr defensives Vier-Mann-Setup auf dem A-Spot von Astralis, weil man Zipex auch an B oben abstellen konnte. So, der droppt runter. Hinten steht Dupree. Die Schüsse fliegen vorbei. Kein Kill für ihn. Oh, der gegen J-Cam war sauber. Zipex arbeitet sich da gut um den Spot rum. Schön in die Deckung gekommen und lässt seine Mates für sich arbeiten. Dupree noch mit einem zweiten. Zipex geht noch down. Der plant für die Renegades. Der ist da und JKS. Oh, das ist super schwer, das jetzt zu verteidigen. Da müssen die Shots eigentlich sofort sitzen. Tun sie nicht. Device und Dupree beenden diese Runde. Und Astralis hat die so wichtige Pistol-Round gewonnen. Ja, wenn die Ts nicht reinkommen in den Spot, ist das schon richtig bitter für sie. Aber Plants sind auf Train immer drin. Also du gehst auf den A-Spot, dann ist das auch mal ohne Plant eine Niederlage. Aber ja, sie können jetzt nochmal saven. Danach gibt es eine frühe Waffenrunde, genauso wie Astralis es gespielt hat in ihrer ersten Halbzeit. Der Unterschied dazu, dass Astralis hier mit einer MP9 und einer UMP spielt, eher wenig. Also das ist kein großer Unterschied zu Renegades. Die hatten ja zwei UMPs, aber Astralis hat drei M4s und Renegades hatte nur zwei Farmers. Da können wir die Halbzeiten schon mal ganz gut vergleichen. Hoffentlich kommt Astralis da jetzt nochmal gut rein in die Halbzeit, dass wir ein knappes Spiel sehen und Renegades hier nicht im Autopilot durchrauscht. Ja, so, hier sehen wir mehr was Standardmäßiges. Zwei Leute Seitengang, einer am Popdog vorne, einer am Z, der in der Mitte einfach nur spekt und ansagt. Ist für Dupree natürlich eine recht schwierige Situation, aber sie vermuten ganz richtig, dass bei den Renegades nichts gekauft wurde. Nicht mal eine P250 dabei. Ja, und Dupree bekommt dann Easy Pick gegen JKS. Renegades hat jetzt auch mega viel Zeit, das Spiel dicht zu machen. Sie brauchen sich also nicht zu hasten, nicht zu beeilen. Bei Astralis war wahrscheinlich dann noch der Hintergedanke mit einer P250, wenn man sie sich irgendwie rausleiern kann, nimmt man sie halt mit, dass du irgendwie einen Kill noch machst und nochmal zusätzlich Schaden. Ja. Die hat gebumst. Und das ist für die MP9 jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. Immer noch ein paar Schuss drin. Triple Kill für Zipex. Das ist natürlich auch schön Geld in den Geldspeicher befördern. Und wie Jitko so schön sagt, Dagobert Duck wäre stolz auf ihn. Ja, jetzt weiß man aber natürlich auch, nächste Runde werden die AKs drin sein. Ganz wichtig auch hier der Punkt. Wir hatten es bei Astralis gesehen in der zweiten Runde der ersten Halbzeit. Die haben einen zweiten Bombenplant bekommen und konnten deswegen sehr gut kaufen. Dieser zweite Bombenplant ist für die Renegades nicht drin gewesen. Und schon sieht man, da ist nur ein Molotow dabei, gar keine HEs, teilweise nur eine Flash mit am Gürtel. Also perfekt ist das nicht, was die Renegades haben. Aber immer noch gut genug, um gefährlich zu werden. Ja, vor allem wenn ACA so schnell ins MTW kommt. Bei 1,40 steht er schon hinten und ich glaube nicht, dass er gesehen wurde. Magis muss jetzt aber einfach so spielen, als würde da jemand drinstehen. Denn er hat auch nicht gesehen, dass da keiner drinsteht. ACA und sein Timing werden extrem wichtig für Renegades. Oh, interessant, wie geduldig sie das gespielt haben. ACA verschießt aber gegen Magis. Der Spray von JKS geht auch daneben. JKM muss eingreifen. Ustilo noch dabei, um Dupree dann zu refraggen. Für JKM wird es jetzt aber gefährlich. Ustilo will noch weitermachen. Da geht sein Mate down. JKM fällt und Ustilo ist damit alleine. Erstmal hinterm braunen Zug. Kaum Meter gut gemacht. Magis mit Kill Nummer 3 in dieser Runde. Siebte Runde für Astralis. Und noch ist das Ergebnis Kosmetik, aber jetzt kann es ganz schnell gehen. Und die hohe Führung der Renegades ist einfach verpufft. Ja, ihr kennt es ja selber, man verliert die erste Waffenrunde, dann steht es 5-0 in der Halbzeit und 5 plus 4 sind 9 und dann bist du eben nur noch zwei Runden von deinem Gegner entfernt. Hier hat Renegades aber auch fleißig daneben geschossen, also ACA hatte eigentlich gar nicht so das schlechte Timing. Magic steppt da raus und ACA schießt erstmal dreimal daneben. Das gleiche ging dann auch bei JKS und am Ende auch bei Ustilo, wo sie alle daneben geschossen haben. Also Renegades anscheinend auf der T-Seite etwas schlechterer Start für sie.
Ja, die nächste Eco. Diegel, Diegel, CZ. Ich denke, Nifty wird auf der Glock bleiben, um auf die AWP hinzusparen. Ja, hat er auch noch am meisten, das wird auf jeden Fall reichen. Auf der anderen Seite Device schon an der AWP. Das ist immer ein bisschen gefährlich, mit der AWP gegen eine Eco zu spielen. Ist interessant. So, ja, Smoke nach vorne. Richtung Seitengang. Da verschafft sich Glaive ein bisschen Luft. Ist natürlich sehr früh geworfen, die Smoke. Aber der Rest seines Teams hat noch genug übrig, um die spät zu werfen. So, und wieder ist Dupree im Popdog vorne. Und interessant ist eigentlich die Position von Majisk. Der steht direkt hinterm Spotzug an dem Stopper und supportet da, wo Support gebraucht wird. Das heißt, jetzt wurde gesagt, okay, Seitengang, 2, 3 Leute gesehen. Dupree kann er so oder so schlecht supporten, wenn er da drin steht. Das heißt, er wird sich aus der Mitte ein bisschen wegdrehen. Hat jetzt aber gesagt, Mitte ist mir gerade zu gefährlich, dass ich die nicht anschaue. Deswegen ist Device da mit der AWP nochmal hinrotiert. Sie verändern das Setup komplett bei Astralis. Und immer wieder ist die Mitte recht offen. Ich weiß nicht, wenn den Renegades das auffällt, sie haben das schon in der ersten Waffenrunde versucht auszuspielen. Hier geht Ostillo dann down. Dupree noch im zweiten. AZA fällt. Dickes Brett von Jacob. Also der hat wirklich Bock, hier gut zu spielen. Und macht auch noch einen zweiten. Dritter. Oh, der kommt auch noch rein. Schöner Headshot. Und gegen D-Nate kann er natürlich nichts machen. Aber das nenne ich mal Damage, den er da verursacht hat. 3 Waffen rauszunehmen, das wird Astralis wehgetan haben. Der alte Face-Jakim wieder da. Viele haben vergessen, wo der mal gespielt hat, wie gut er eigentlich mal war. Dass er dann einfach nur warten musste, bis sein Vertrag ausläuft, war natürlich bitter für ihn. Aber man sieht es gerade, er ist skilltechnisch keinen einzigen Tag gealtert. Wenn, dann ist er sogar noch gereift wie ein guter Wein, der im Keller liegt. Jakim mit 3 Deagle-Kills, sehr schön zu sehen. Und Astralis muss auf jeden Fall viel investieren in diese Runde. Und ich meine, Renegades hatte nicht mal Armor, also das war keine richtige Serious Round von ihnen. Ja. Vor allem sah es am Anfang so aus, als könnte das so eine Flawless- oder 4-Mann-Round für Astralis werden. Da haben wir 3 Leute verlieren, das ist bitter. So, wir sehen auch immer häufiger die Banks durch den Boden da oben, kommen tatsächlich an. Deswegen steht Dupree auch immer ein Stückchen weiter zurück, als man das eigentlich vermutet. Oh, und dann machen sie den Turm und ja, die AWP war, meine ich, mit dabei. Und Nifty stand oben drauf und der hatte dann keine Accuracy mehr, als sein Mate unten drunter gestorben ist. Das ist natürlich super bitter für eine AWP, wenn du diesen einen Schuss hast und am Ende nicht triffst. Das ist eigentlich besser, wenn die AWP als erstes springt, meine ich. So, JKS, aber mit dem Frag gegen Dupree. Der hat da echt viel gewollt, dass er da nach oben geht und versucht, den Frag zu erzwingen. Eigentlich ziemlich unnötig von Dupree da hinzugehen. Jetzt wird es hier nochmal den Turm geben. Das, was Astralis nie gemacht hat, machen die Renegades 2-mal in einer Runde. Merken, dass sie hier die Pop-Dog-Kontrolle bekommen haben. Und so ein 3 gegen 4, das kann super schnell kippen. Also Astralis muss sich hier noch konzentrieren, damit sie die Runde eben nicht verlieren. Was kommt denn als nächstes? Die Renegades bereiten da was mit A-Smokes vor. AZA flasht mit Timing jetzt nochmal Richtung Spot, dass die Pop-Dog-Spieler rausrennen können. Glaive ist da oben blind, aber mit Jisk in einer Position, die nur schwer zu flashen ist. Glaive macht da auch viel Schaden, beendet am Ende seine Arbeit gegen AZA und mit Jisk noch mit dem zweiten. Und da ist sie die 9. Runde für Astralis. Und jetzt trennen beide Teams nur noch 2 mickrige Runden. Ja, da sieht man, wie schlecht der Tower auch mal sein kann, wenn der Gegner gut schießt. Und wenn man selbst offensichtlich die circa 10 Sekunden, die man da hat, nicht nutzen kann, um den zu killen. Sehr wichtig, dass Dupree den Pop-Dog gehalten hat. 17 Kills jetzt für ihn, der dreht gerade richtig auf. Hatte nicht ganz so viel Impact in der ersten Halbzeit. Umso schöner, dass er jetzt da ist, um die Weiße auch unter die Arme zu greifen. Für Renegades ist es eine Plant- und Die-Round im Endeffekt. Wenn sie Glück haben, können sie noch tief in den Spot und vielleicht noch 2 Kills machen. Ja, warum nicht? Ich denke, in der Eco den B-Spot anzuspielen macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Du kommst schneller in den Nahkampf, kommst schneller zu einem Plant, als wenn du auf den A-Spot gehst. Und häufig steht nur ein Spieler an B und Zipex hat das jetzt gerade mitbekommen. Oh, die zweite Flash. Oh, die ist so gut. Der sieht gar nichts. Der macht kaum Damage. Ich meine, das war sogar ein Team-Damage, den JKS da abbekommen hat. AZA steht noch vorne in der Smoke drin. Die laufen einfach über ihn drüber. Und jetzt steht er da vorne, kann sich die Weißflamme, hat auf einmal eine AWP bekommen, aber den No-Scope kann er nicht mehr rausdrücken. Bombe gelegt und trotzdem eine knackige Runde für Astralis.
J-Cam und Nifty haben hier richtig fiese Positionen. Vorne an der Smoke. Kein Meter wird davon. Astralis gut gemacht. Nifty noch mit dem nächsten. Fightet er weiter gegen Dupree. Ein fieser Winkel, wo Nifty den Vorteil hat durch die Schräge. An der großen Rampe geht Dupree nach vorne. Hat J-Cam jetzt bekommen. Dadurch wird die Luft für Nifty ein bisschen dünn. Die Smoke nach vorne. Sie wollen zum Diffuse. Da wird JKS aber gesehen. Er kommt nicht an die Bombe. Er findet die Bombe nicht. Und mit Jisk wird diese Runde nicht gewinnen. Das ist eine Runde für die Renegades, die hier eine Eco für sich entscheiden. 12-9. Ah, und wie gut war das bitte von den beiden Spielern am Connector gespielt von den Renegades. Einfach stark. Ja, so wird aus einer Plant-and-Die-Round eine Plant-and-Win-Round, wenn du eben tief in den Spot kommst. Wie ich gesagt habe, dann springen auch mal mehr als 2 Kills raus, wie man jetzt sehen konnte. Da hat sich Astralis hinter der Smoke-Wand eigentlich ganz gut aufgestellt, aber das Problem war, Renegades hatte nichts zu verlieren. Pushen durch die Smoke, AZR mit einem ganz wichtigen CZ-Kill, der auch wunderschön war. Die CZ ist einfach auch eine super Waffe. Und danach ging es für Astralis nur noch den Bach runter. Super schwer zu retaken, wenn die Ts erstmal im Connector stehen, das ist natürlich auch klar. Und was Renegades gut macht, was Astralis etwas vermissen hat lassen, ist das Chaos auszunutzen für sich. Sowohl auf A als auch auf B. Die erste Waffenrunde von Renegades gleich mal AZR ins MTW geschickt. Und zwar so blitzschnell, dass alles kracht. Und genau das hat Renegades Clutches gegeben. Das hat das Money von Astralis low gehalten. Und jetzt können die Australier die Dänen resetten. Na, sehr gefährliche Runde jetzt also für Astralis. Die müssen sie gewinnen. Sonst wird's sehr düster in Dänemark. So, Zipex geht nach oben. Eben nicht gut ausgesehen. Jetzt muss er hier natürlich durchdrücken, weil sie nochmal rumziehen können. Schönes Peak-Verhalten da von Ustillo und Co. Aber Device noch mit einem zweiten. Kommt natürlich rüber zur großen Rampe. Der Winkel ist easy und da kriegt er den dritten. Alter, willst du mich verarschen, Device. Er hat noch gesehen, dass einer durch ist. Hat nochmal einen Schuss rausgedrückt. Und Asia. Ja, guck mal, Device. Oh, kein vierter. Ich habe ihn ja schon gesehen, aber es gibt sofort einen Refrag. Und Dupree kommt von hinten, um Nifty zu holen. Also, das ist Runde 10 für Astralis. Auch ohne Kit gibt es hier die Runde auf das Konto der Dänen. So, und jetzt will ich mal das Geld der Renegades sehen. Aber Eco gewonnen, Bombe in der Runde gelegt. Ich denke, dass da nochmal gekauft werden kann. Oder zumindest eine Eco reicht, um dann wieder nachzukaufen. Und ja, also da macht man eine Eco und dann wird nächste Runde gekauft. P250 könnte sich jeder leisten. Ich würde J-Cam und Nifty empfehlen, einfach auf der Glock zu bleiben, aber J-Cam ist das gerade egal. Ah, der hatte schon gekauft, okay. Und Nifty sagt sich eh, hey, ich brauche mein Geld für die AWE. Ist gerade sehr wichtig für sein Team. Ich finde, Nifty macht einen super Job an der AWP. Aber genauso in der letzten Runde auch Device. Sehr stark gewesen. So, ja. Wieder geht's Richtung B. Warum nicht? Ja, klar. Zipex halt erstmal mit 2. Device, das ist alles ohne Armor. Also abgehakt das Ding. Renegades hat jetzt einerseits eben ein Problem und andererseits einen Vorteil. Ich habe ja gerade gesagt, was sie gut ausgenutzt haben, war das Chaos auf den Spots. Das ist bei einem Spielstand von 11-4 auch ein guter Gameplan. Auf der T-Seite einfach die Runden zu ergrinden, indem man immer wieder Clutches rausspielt. Irgendwann wird man einen schon gewinnen. Dann resettet man den CT relativ schnell, weil man immer wieder in diesen chaotischen Situationen den Headshot setzt oder sowas. Und das ist auch genau aufgegangen. Jake mit einem überraschenden Triple-Kill in der Eco hat Astralis schon mal sehr viel Damage zugefügt und so weiter. Und dann wollte Renegades darauf aufbauen. Jetzt klappt das aber nicht mehr. Beziehungsweise hat nicht so früh, wie sie wollten, den Effekt gebracht. Und jetzt haben sie aber keine taktischen Mittel, sondern nur diese, ja, okay, wir smoken schnell, pushen schnell, gehen dahin, gehen hierhin. Jetzt können sie die Runde nicht geordnet angehen. Und jetzt müssen sie eben mal einen Opening-Kill machen und das schlägt fehl. Dupree hat da gesehen, dass sie den Turm gebaut haben. Sehr, sehr gut gewählter Winkel von Dupree. Und auch ein sauberer Headshot, den er da verteilt. Und sie haben getauscht mit Driscates im Dropper drin. Würde nicht sagen, dass Dupree im Dropper seine Schwierigkeiten hatte. Es sah eigentlich ganz gut aus, was er da gemacht hat. Ich denke, dass das eher so eine spawnabhängige Geschichte war. Wer eben jetzt schneller drin ist. Und sie spielen eine Liniendeckung an der 6. Das heißt, einer Sandwich, einer Mitte und einer am Seitengang. Und lassen den Dropper oder den Popdog jetzt offen. Während man von Anfang an eine Doppeldeckung an B spielt. Oh, da geht Nifty vor.
Versuch den Bang nicht nochmal. Die Smoke kommt hinterher. Da darf Nifty eigentlich nicht durchgehen. Ja. Kommt noch ein zweiter für Dupree. Natürlich einfache Kills. Sie gehen beide aus der Smoke raus. Aber die Zeit ist natürlich weg gewesen. Die Renegades haben den Raum zu diesem Zeitpunkt einfach gebraucht, damit der Split funktionieren kann. Und jetzt sind sie im Pop-Dog gefangen. Zwei Leute, beide im Pop-Dog, Bombe down in der Mitte. 20 Sekunden. Da könnte man über Saven nachdenken, aber wenn ich das Geld sehe, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, hier tatsächlich noch zu versuchen, Damage zu machen. Device will auch nochmal zuschlagen, ist im Verlauf dieser Partie immer besser geworden. Dupree geht zwar nochmal down, aber Jacob kriegt einen dicken Hit auf 6 AP und Zipex beendet den Job, den Device da begonnen hatte. Das ist der Ausgleich. 12 zu 12. Astralis kämpft sich hier wirklich sehr gut zurück. Während wir auch bei den Renegades... Ich würde sagen, es ist ein bisschen kreativer als das, was Astralis gemacht hat. Nur geht es auch nicht auf. Jetzt natürlich, das ist kein schlauer Satz. Was könnten die Renegades denn jetzt wieder anders machen? Auch hier muss man sagen, die Renegades spielen überhaupt nicht den Seitengang an. Also, warum nutzt man diesen Raum der Karte nicht, wenn man schon so wenig Raum auf Train hat? Sie haben sehr viel Richtung B gemacht. Alle ihre Ekos sind, meine ich, Richtung B gegangen. Sie hatten einmal einen explosiven Argo, der an sich sehr gut aussah, den sie aus irgendeinem Grund aber abgestoppt haben und der deswegen aufgehalten worden ist. Das war in der ersten Waffenrunde. Das könnte man nochmal probieren, einfach mit mehr Tempo die Mitte rauszugehen, den Spieler, der alleine zum Pop-Dog vorläuft, eben zu contesten, vielleicht da einen Frag zu erzwingen, Raum zu schaffen, dass die Pop-Dog-Spieler ein bisschen früher da sind auf der T-Seite. Alles so Kleinigkeiten, die eine entscheidende Rolle spielen können auf Train. Aber das ist wieder eine Eco und die geht wieder Richtung B. Ja, und ganz wichtig ist für Renegades auch gerade das Geld von Astralis, denn die können nicht nur einmal nachkaufen, sondern fast dann schon zweimal bei 8000 für Device, Glaive mit 8000. Wir können davon ausgehen, dass sie jetzt nicht zu viele Kills kassieren. Ja, da kann Renegades eben nicht nur mit dieser einen chaotischen Runde mal schnell was gewinnen und dann Astralis resetten und zum Matchpoint kommen, sondern sie müssen jetzt eben taktisch und strategisch vorgehen. Das fällt ihnen gerade extrem schwer. Ja, Dupree, ich habe es mir fast gedacht, dass er das Gefühl hat, er kann da mal im Pop-Dog nach oben gehen. Deswegen auch dafür bestraft worden. AZR kommt dadurch Richtung Spot. Das Problem ist, dass die Bombe als erstes an B rausgegangen ist und dementsprechend auch down ist, aber sie bekommen noch einen zweiten Frag gegen Glaive. Das Geld, das du eben angesprochen hast bei Astralis, wird jetzt ein bisschen aufgeweicht durch diese zwei Kills und jeder weitere wird Astralis dann schon ziemlich wehtun. Jetzt lass Magis da mal getradet werden, genau, und gleich einen fangen. Dann ist das noch richtig teuer geworden für Astralis. Sie sagen nicht, dass sie dann die Runde verlieren oder sowas. Die haben schon drei Spieler an B. So wie die Bombe liegt, muss aber meiner Meinung nach niemand von Astralis so weit oben stehen. Das ist halt die Überraschung, die gedachte, dass Renegades eben sagt, ah ja, die werden die Bombe im Spot einfach verteidigen, so wie sich's gehört. Und dass Renegades dann eben irgendwie in Magisk reinläuft. Tun sie aber nicht. Renegades ist eben dann schon ein bisschen zu lang in der Profiszene. Und seitdem sie nicht mehr komplett australisch aufgestellt sind, da auch relativ gut. Oh, schöne Idee, da über die große Rampe rauszugehen, aber nicht mit Zipex. Der holt sie dann beide aus einer Position, wo er eben nur schwer zu picken ist, weil er viel Deckung hat. Und das ist dann die Führung für Astralis, die erste in dieser Partie. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn die Runde am Ende an Astralis geht, ist dieses 3 gegen 2 Setup, das sie gewählt haben, für mich wirklich schlecht gewesen, weil Magist steht ohne Backup, der Spieler hinten an der City Base ist ohne Backup, das heißt... Wenn du die Bombe safe hast, dann kannst du versuchen, zumindest auf einen Trade-Kill aufzubauen. Und das haben sie überhaupt nicht gemacht. Jeder hat für sich alleine gekämpft. Man hat ein kleines Setup mit Magisk und Zipex gemacht, aber wirklich aufgegangen ist das nicht, weil Magisk da meiner Meinung nach nicht die beste Position hatte. Ja, interessantes Geplänkel an Ivy gerade. Renegades erkennt also langsam, dass sie taktisch vorgehen müssen. Und Ivy ist eben für einen langsamen Spielstil gedacht, im Endeffekt. Du kannst mit diesen chaotischen Goes bei Ivy kaum was anfangen. Du brauchst einfach viel zu lang, um es einzunehmen. Und dann kannst du auch gleich eine Brieftaube an den Gegner schicken. So, hallo, ich versuche hier gerade was mit Ivy. Und Device schaut da in den Strahl von Nifty. Ja, da kann man auch ein Fragezeichen hinter den Peak von Device setzen. Aber Dupree bankt
hier Jakem weg. Und das ist ein wichtiger Pick. Jakem hatte sehr viel Impact bisher. Und da guckt keiner nach hinten. Das wäre fast ein Doppelkill für Sipex gewesen. Aber Nifty reagiert nochmal gerade rechtzeitig. Überzahlsituation für die Renegades. Arbeiten jetzt natürlich gegen den Spot. Da stand mit Jisk auf dem Zug drauf. Nur noch Dupree. Und der ist nicht unten im Popdog gewesen, sondern will backstabben. Dafür hätte Midrisk mehr Zeit rausholen müssen. Und die Position auf dem Zug ist nicht unbedingt gut, um Zeit rauszuholen, wenn der Gegner da 1 gegen 3 gegen dich steht. Also auch da wieder das Positioning fragwürdig von den Astralis-Spielern. Da wird Dupree nicht mehr hingehen. Die Renegades gleichen das Spiel erstmal wieder aus. Und das ging Tatsache über den Seitengang. Erstmal Device mit seinem Peak, der echt nicht gut war. Nifty hat natürlich sauber geschossen, aber dass der heute gut drauf ist, wissen wir. Und das Nachsetzen kam wirklich gut. Sipex hatte die Möglichkeit, die Runde zu entscheiden, wenn er da mehr als einen Kill macht. Aber auch da hat Nifty wieder aufgepasst und sein Team unterstützt. Eine AWP in der Backline. Lustig, dass Sipex Kill gar nicht gezählt wurde von der ESL. Die fanden den offensichtlich nicht geil genug. Statsmäßig? Ja, wurde nicht angezeigt auf dem Hut. Also im Killfeed oben? Ja, im Killfeed natürlich, der kommt okay. Auch vom Server. Ja, und das alles, Timeout. Was da steht, kommt vom Server. Relativ spät. Ja, aber der Killfeed wird nicht abgegriffen und nochmal neu. Neu bearbeitet, ja. Genau, sondern der ist da einfach so. Kasat mit einem sehr späten Timeout. Bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Der Ausgleich für Renegades. Astralis hat aber noch genug Geld, um zu kaufen. Sie können auch nächste Runde nochmal gut was nachlegen. Renegades muss also nochmal 2 Runden hintereinander gewinnen. Dann haben sie ja schon fast das Match gewonnen. Es wird also für beide Teams ein richtiger Struggle am Ende dieser Halbzeit. Ja, das schaukelt sich hier wirklich hoch. Und vor allem beide halt mit so wenig Geld. Das ist echt, echt interessant. So, und ein sehr breiter Aufbau der Renegades, einer vor B, einer in der Mitte. Und sie spielen ein 3-Mann-Setup am Seitengang. Device wieder. Ja, da muss Device jetzt eben anders reagieren und macht er auch. Er hält den Winkel einfach, es wird gesagt, du hältst jetzt den Seitengang, damit du nicht delayed reinpieken musst, wenn sie schon Stress gemacht haben. Und diesmal funktioniert es auch, Nifty down. Und das ist eine Riesengelegenheit weg für die Renegades. Denn jetzt, wenn sie mit den AKs arbeiten, müssen sie eigentlich die Smoke-Molotov-Kombi nach vorne werfen oder zumindest einen kleinen Plan haben, wie sie hier nach vorne gehen, während Astralis da einfach munter nachsmoked. Ivy wird gerade zur Banane auf Inferno. Da kommt dann noch eine späte Smoke von Dupree, die hängt, oder von wem? Von Magisk war das, glaube ich. Ja, von Magisk. Ja. Die hält die beiden immer noch länger auf. Renegades zieht also einen weiteren Spieler ab, dass der den Main-Push unterstützen kann. Und der eine in Ivy wird einfach verspätet versuchen, aus der Ablenkung was zu basteln. Aber Device killt dann schon Jakem. Also 5 gegen 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass Renegades die Runde gewinnt, schwinden weiter. Dank Dupree ist den nächsten Kill. Genau, und der aus dem Pop-Dog heraus. Magist dreht sich noch um. ACA geholt, aber eine flawless Round für Astralis. Boah, und die tut so gut. Denn wenn Astralis jetzt nochmal eine Runde verlieren sollte, können sie nachkaufen. Wenn sie verlieren sollten, hätten wir ein 14-14, theoretisch. Und wenn du dann nochmal nachkaufen kannst, dann bist du froh. Weil dann kannst du zumindest nochmal um die 15. Runde ordentlich fighten. Könnte aber genauso gut nach hinten losgehen. Wenn die Renegades jetzt 2 Runden in Folge holen, könnte in der entscheidenden 30. Runde das Geld bei Astralis sehr knapp sein. Also die Renegades haben hier eine Gelegenheit vor sich. Und das heißt, diese beiden Runden jetzt gewinnen. Und das wird super schwer, denn sie spielen eine Eco. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Jakem an der CZ, der Rest mit Glocks unterwegs. Also da muss schon ein mittelschweres Wunder passieren, damit die Renegades diese Runde gewinnen. Es sieht also erstmal danach aus, als könnte Astralis hier den Matchpoint für sich beanspruchen und damit ins Winner-Bracket-Halbfinale von Gruppe A einziehen. Dupree, Close und Popdog. Renegades wird A splitten. 3 Spielern durch Main, 2 vom Popdog. Die Smoke ist ihnen natürlich schon Dorn im Auge, deswegen warten sie einfach mal, dass die Smoke weg ist. Super wichtig, dass die Popdog-Spieler auch Impact haben können. Sonst können sie die Runde gleich vergessen. Und aufgrund der Smoke wird nochmal kurz nach hinten gegangen und abgeaimt, nicht, dass sie jemand aus B rauskriegt. Ja, sie erwarten jetzt natürlich den B-Hit, weil die Renegades in den Ecos so häufig B angespielt haben.
schöner Plan von den Renegades, hier erstmal jetzt A anzuspielen, aber das wird wohl nach hinten losgehen, denn Astralis hat das natürlich auch im Hinterkopf, dass das hier vorbereitet sein kann, jetzt Richtung A. 15-13 also. Und das ist wieder eine Flawless Round gewesen. War ja auch eine nackte Eco. War eine nackte Eco, ja, aber der Damage hätte halt schon eine Entscheidung mitbringen können. Ah, ich nehme es zurück, eigentlich nicht. Sie hatten vorher schon genug Geld, um zweimal zu kaufen. Also hätten sie selbst mit Damage hier ein bisschen nachgekauft und hätten dann immer noch zweimal kaufen können. Dementsprechend, die Renegades müssen das jetzt einfach gegen die pure Gewalt von Astralis lösen, nämlich gegen die absolute Firepower mit den Rifles, die da am Start sind. Mit Gis beginnt die Runde mit einem easy pick für ihn. AZR spielt erst nächste Runde wieder mit. Device brennt ein bisschen an, muss mit dem Molotov jetzt natürlich erstmal links anzielen. Da hilft Zipex noch ein bisschen aus und Device kann dadurch jetzt weiter reinpieken. So kleine Details, die sehr viel Auswirkungen in den Duellen haben. Aber sie sagen sich, hey, da war ein bisschen Druck von den Renegades. Wir haben schon einen Pick in der Mitte. Wir müssen jetzt nicht noch unbedingt um die Brown Halls kämpfen, sondern wir versuchen jetzt diesen Vorteil auszuspielen. Die Renegades nehmen jetzt natürlich die Brown Halls mit Granaten ein. Das heißt, auch die Information geht da weg. Oh, gut aufgepasst von Jacob. Ein Fuchs. Und der bekommt den Kill gegen Dupree. Ah, ist auch wieder so... Also, ich weiß nicht... so unvorsichtig, unbedacht gespielt von Dupree, da nochmal aus einem anderen Winkel reinzuzielen. So, und auch da Zipex wieder mit diesem Off-Angle ohne Deckung. Geht noch weiter vor, die gehen alle kleine Rampe raus. Und damit könnte Zipex Position Gold wert sein. Da guckt keiner hin. Kriegt den ersten, kriegt den zweiten, der war angeschossen, macht den dritten. Und da ist das 16-13 für Astralis. Entschuldigung. Und ja, Zipex, mal hopp, mal top, aber gerade in dieser letzten Runde hat sich das Risiko bezahlt gemacht. Kein Spieler der Renegades geht über die große Rampe, alle gehen sie unten durch. Und wenn dann CT da oben steht, dann ist die Kacke am Dampfen für die Ts, in dem Fall für die Renegades, die nämlich nicht nur nach vorne gucken müssen Richtung City Base, sondern auch Richtung große Rampe, wo normalerweise einer ihrer Spieler rauslaufen sollte. Ja, schade, dass Renegades am Anfang der Halbzeit nicht die Ergebnisse erzielen konnte, die sie eigentlich gebraucht hätten für ihren Gameplan. Die zweite Halbzeit eben zuzumachen, indem sie die Eco von Astralis zerstören. Das ist ihnen zwar gelungen, aber sie konnten nie die entscheidende Runde gewinnen, um dann eben auch Astralis zu resetten. Und wenn die Dänen erstmal Geld haben, dann ist das kein Problem mehr für sie. Die haben, hast du ja immer wieder gesehen, sie haben einen guten Instinkt dafür, wo sie dann wann absmoken müssen und dadurch konnte Renegades jetzt gar nicht wirklich exekuten. Genau, ich denke, dass am Ende die Erfahrung auf Train hier doch die größere Rolle gespielt hat. Es war hat. Eh schon eine Überraschung, dass Renegades Train überhaupt durchgelassen hat, aber ich fand, es war ein gutes Statement auf ihrer CT-Seite. Genau, sie haben vor allem auch gezeigt, dass sie, sie haben sich am Anfang ein bisschen versteift auf B, auf Mitte Popdog, weil es an sich gut funktioniert hat, aber am Ende nicht gereicht hat, um Runden zu holen und sind trotzdem noch früh genug auf das Seitengangmittel umgestiegen, was dann auch wieder zu einer Runde geführt hat, was die Partie nochmal eine ganze Ecke spannender gemacht hat, diese eine Runde. Und ein kleines Detail, das den meisten von euch vielleicht gar nicht aufgefallen ist, wir haben in diesem Matchup, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kein einziges Mal eine Doppel-AWP gesehen und das ist für Train sehr ungewöhnlich. Aber wir dürfen uns nicht zu lange verquatschen mit dem Spiel, denn wir haben natürlich noch ein weiteres für euch. Da wird gleich Jitko neben mir sitzen und das wird Liquid gegen Gambit sein. Wir machen jetzt also ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder.